Hallo Leute, willkommen auf meinem neuen YouTube-Kanal. Mein Account heißt Everyday Channel. Und heute zeige ich euch, wie ihr für eure Squishies eine Verpackung machen könnt. Und jetzt zeige ich euch die Materialien, die ihr dafür braucht. Ihr braucht so Tüten, also halt, die bekommt man bei Teddy für 1 Euro oder so. Ihr braucht natürlich euer Squishy, den ihr verpacken wollt. Ein Klebeabroller oder Tacker. Ein Papierstückchen. Das habe ich zugeschnitten, dass das so passt. Und ich habe hier noch so einen Strichcode-Sticker. Den habe ich selber geschrieben. So, ich habe das hier jetzt so umgeknickt, dass man das dann so zukleben kann. Und braucht ihr auch noch euer Papier. Das habe ich zugeschnitten, dass das so passt. Also halt genau auf Kante ist. Und dann knickt ihr das jetzt mal um. Also ich falte das jetzt zur Hälfte. So. Dann sieht es so aus. Die Verpackung wird dann so aussehen, dass wir hier, das schieben wir da rein und dann haben wir so eine Verpackung mit so einem Etikett. Unten kann man es aufmachen und jetzt zuschließen. Ich gestalte jetzt dieses Blatt. Ich schreibe jetzt hier Peach Squishy drauf. So, und jetzt werde ich das noch gestalten. Dazu verwende ich diese Textmarker. Ich habe hier so kleine ausgeschnittene Bilder und da werde ich jetzt mal so ein paar Sachen raussuchen und die werde ich dann da drauf kleben. Ich habe mich jetzt für diese Motive entschieden und die werde ich jetzt hier drauf kleben mit diesem Klebeabroller. So, ich habe das jetzt beklebt und jetzt werde ich mit jetzt umdrehen und dann werde ich diesen Sticker hier drauf kleben. So. So, ich habe das jetzt so gestaltet und das werde ich jetzt mit Tesa so beschichten. Also ich zeige euch jetzt mal kurz. Und das mache ich dann überall.
Und jetzt schneide ich den Rest mit der Schere ab. Jetzt lege ich das so rein. Also so. Und das werde ich dann mit diesem Tacker festtackern. Also so. Und jetzt werde ich meinen Squishy da rein tun. Diesen Squishy tue ich rein. Jetzt mache ich hier die Klebefolie ab. Und klebe es zu. So. Und fertig ist eure Verpackung. Also das ist die fertige Verpackung. Und ja, ich bin zufrieden mit der Verpackung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und lasst ein Abo da. Und kommentiert auch gerne, wie ihr die Verpackung findet. Und ja, tschüss!